Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Hätte man aber auch oben aufs Dach packen können, nicht? Wir werden natürlich ganz normal versuchen, Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Wir wollen natürlich über den normalen Weg das machen. Wenn, dann wollen wir das Haus von Anfang an logischerweise sehen. Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Nein. Gibt's einen Plan B? Ja, bestimmt. Wir kommen anders rein. Shit. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Warum ist denn das Schloss? Wenn das Schloss auch... Hä, das ist blöd. Weil dann weiß nicht mehr der Verkäufer, dass wir dieses Haus wollen. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Aber beim Aufräumen finden wir es sicher wieder. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja, natürlich. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Mal gucken, wann ich hier hochklettern will. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Welchen Weg übersehe ich denn? Also die hintere Tür, die Glastür, nicht möglich. Eine der Fenster auch nicht. Fenster, nein. Ach, hier ist ein Fenster. Ich kann es über das eine Fenster hier mal versuchen. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja, und all unsere Kobaltschätze dort versteckt. Es gab eine Luke, oder? Die zur Wäschekammer führt? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Ich bin ja keine Elf mehr. Hier haben wir die Sachen versteckt. Brauchst du Hilfe? Nein, das kriegen wir. Nein, es geht schon. Schon! Okay. Komm. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Da müssen wir irgendwie... Ich glaube, in der Hütte war einer. Da müssen wir mal irgendwie in die Hütte reinkommen. Das Problem ist aber, soweit ich weiß, war die Hütte ja auch irgendwie abgesperrt, ne? Da kommen wir so nicht drin. Der Schlüssel funktioniert ja auch. Es ist fest verschlossen. Nicht. Dann gehen wir mal einmal kurz um das ganze Haus rum. Ey, komm schon. Ich will um das Haus rum und nicht hier irgendwie... Okay, das kriegen wir hin. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, versuchen. Besser leben als tot, was? Ja. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das?
Oh no. Erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Haben wir wieder irgendeine besondere Kraft? Sogar jetzt bei Tell Me Why? Das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ja, wunderbar. Ich höre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Also, der da. Wer von euch... Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Das war jetzt aber einfach, tut mir leid. Aber der hat nun mal halt einfach die Pfoten vom Mund nicht. Deswegen war das jetzt doch sehr einfach. Wirklich, ist halt einfach so. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Hm. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. Nehmen wir einfach mal mit. Wir nehmen einfach mal alles mit, was geht. So. Lass mich kurz überlegen. War das das Glas hinten? Oder? Ja, gut, das war damit nicht. Also mal kann man schnell gehen und mal nicht. Kann man es damit? Nein. Dann müssen wir doch nach vorne. Nein! Ich bin so ein Trottel. Ach, come on, ey, wirklich, ey, Alter. Wir haben das geholt wegen diesem dummen Verstecken hier hinten. Ey, komm, geh doch da runter. Oh Gott, war ich gerade dumm. Zwei Schrauben und da war ja noch ein, egal. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Den kann ich dir nicht sagen, du. Wir gehen aber trotzdem da hin. Ja? Tyler? Das ist nicht lustig. Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar.
Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Okay, dann wollen wir mal hier schauen. Ja, hier können wir kriechen. Hier ist aber sonst nichts, ne? Dann kriechen wir mal. Ne, komm. Alter, Autsch. Alles okay? Was ist passiert? Kopf. Ich hab mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo? Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zur Luke kommt? Ich glaube schon. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Was zum Fick haben wir für eine Kraft, bitte? Und warum arbeitet Dontnod wirklich auf sowas weiterhin? Nö, es war rechts. Mein Fehler. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht einmal in 1000 Jahren. Pink. Es musste immer Pink sein. Unser alter Drachen? Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Immer doch. Nur dafür sind die... Das gehört sich halt so. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Komm hier nicht weg. Weil da die Luke ist. Komm, da. Einmal. Oh, los! Yes! Weihnachtlich. Und an sich ein bisschen geschmückt. Aber lange nicht mehr besucht. Wirklich lange nicht mehr. Komme. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ja, kommen wir rein oder nicht? Ich arbeite dran. Da wären wir. Wir spielen also, jetzt, glaube ich, mehr Tyler, oder? Wo fangen wir an? Wir spielen jetzt einmal irgendwann mal Alice. Wir halten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Warum bleibt ihr nicht in dem Haus? Ich hätte nichts dagegen, wenn man einfach mal im Haus bleibt. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Marianne hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt.
Sind wir eigentlich hier irgendwie Erfolge? Nein. Ja, aber es gab existierende Nummern, meinte ich. Gut. Wir brauchen hier eine Putzkolonne. Oder einen Exorzisten. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Nein! Das Bad riecht immer noch nach Marianne. So schnell konnte ich gar nicht. Warte mal. Können wir da nochmal bitte triggern? Marianne hat es gehasst, wenn wir damit spielten. Nein, wir können es nicht mehr. Ich war zu schnell gelaufen. Wow. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Das Haus selber ist aber nicht schlecht. Wie oft habe ich in diesen Spiegel geschaut und gehofft, darin etwas anderes zu sehen. Komm on, so schlecht siehst du nicht aus, Tyler. Was ist denn mit dir? Mach dich doch nicht schlechter, als du bist. War die Familie... War das wirklich so schlimm, oder was? Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marion liebte es, Dinge zu reparieren. Aber nicht, wenn etwas kaputt ging. Vor allem dann nicht, wenn es unsere Schuld war. Ich weiß. Ich sag ja nur, sie rettete gern kaputte Dinge. Garten. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja... Nicht alles. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Sie war also wirklich so schlimm oder was? Ich hoffe, wir erfahren wir das noch. Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Ja, da guckst du, ja? Dann werde ich mal hier weiterlaufen, sag ich. Wo? Gut, das erfahren wir gleich. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Marianne. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten... an dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Marianne wusste von nichts. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles gemacht? Nein, weiß ich nicht. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Marianne Ronan gehört zu haben. Fragt mich, wo das gezwickert wird gleich. Gar nicht mehr. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Behalte ein paar davon, wenn du willst. Nein, danke.
Ich meine, ich mag die Fotos von uns. Aber ich kann einfach nicht vergessen, dass sie hinter der Kamera stand.